Ja, liebe Leute, und damit herzlich willkommen zu Assassin's Creed Unity Dead Kings DLC. Wir zocken den jetzt gleich, ich stehe schon vor der Kutsche. Und ja, der DLC ist ja für alle kostenlos, nach den Problemen, die Unity zum Start hatte letztes Jahr. Knapp 8 GB groß. Heute am Dienstag kommt es für die Xbox raus, morgen am Mittwoch für die PlayStation-Konsolen. Und ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Bin voll ausgerüstet, hab Geld ohne Ende, das heißt, wir können auch gleich neue Waffen kaufen und so weiter, wenn es die Möglichkeit gibt. Und ja, wenn ihr Bock habt, unterstützt gerne das Let's Play, wenn es euch natürlich auch zusätzlich noch gefällt. Lasst eine Bewertung da, schreibt gerne am Ende des ersten Parts eure Meinung zum DLC. Und ich würde sagen, wir fangen an. Schnellreise zu diesem Ort? Ja, bitte. Bin sehr gespannt. Schrei nach Freiheit und Tyrannei von Washington, die DLCs zu den letzten Assassin's Creed Teilen, die waren sehr geil, fand ich sehr geil. Und ja, mal sehen, was Dead Kings kann. Hallo? Da sind wir anscheinend auf einen Glitch gestoßen. Moment. Du kriegst keinen Tropfen mehr, bis du den Deckel bezahlt hast. Ducalm. Ihr gehört zu mir. Ich dachte, ihr wurdet guillotiniert. Wie könnt ihr so etwas über euren Retter sagen? Habt ihr meine Nachricht erhalten? Wenn ich das mache, will ich fort aus Frankreich. In 4 Tagen könnte ich euch eine Passage von Marseille nach Ägypten arrangieren. Habt ihr eine Ahnung, wo sich das Manuskript befinden könnte? Condorcet wusste, dass er gejagt wurde. Er verschwand für 2 Tage vor seiner Festnahme und ließ das hier zurück. Sein Manuskript muss im Grab Ludwigs des 9. sein. Die königliche Gruft? Oh, da muss ich euch warnen, Monsieur. Die Geister der Könige wandeln in den Höhlen. Wenn sie ihr armes Opfer gestellt haben, setzen sie ihm eine fürchterliche Krone aus Messern auf, die seine Augen zerstechen, sodass diese auslaufen wie zerplatzte Trauben. Immer noch besser, als zum nächsten König Frankreichs gekrönt zu werden. Apropos Trauben, an die Arbeit. Ja, Monsieur. Findet das Grab mit diesem Wappen und bergt das verlorene Manuskript. Wir treffen uns in 3 Tagen. Auf euer Wohl, Arnaud. Sie hat uns von den Helix-Daten getrennt. Okay. Ja, alles klar. Moment, wir sehen direkt schon mal ein neues Symbol auf der Karte. Was bedeutet das? Napoleons Zweispitz. Okay, wir gehen mal kurz hin. Wir gehen direkt mal kurz hin. Ich muss wissen, was es ist. Jetzt geht's wieder. Dann sehen wir mal, wo uns dieser Umweg hinführt. Vielleicht in eine andere DNA-Sequenz. Ach, guck mal da oben. Das ist was zum Einsammeln, ah. Sein Hut, achso, sein Hut gibt's jetzt zum Einsammeln. Aha, alles klar, weißt du Bescheid. Bin ich mal gespannt, wie der DLC so wird. Wie gesagt, die letzten fand ich das klasse einfach. Grab muss unter der Basilika sein. Okay. Mein Gott. Bin mal gespannt, was jetzt hier so geht. Ich hab nichts gemacht. Komm her, du feiger Bastard! Ja, komm her. Wenn du Stress anfängst, sind meine blauen Kumpels bei mir. Die sind alle gegen mich. Ich lauf einfach weg. So. Ah, fuck! Nerv nicht rum jetzt hier. Weg mit dir. So. Kann er mich sehen? Ich bin hier voll übel undercover im Busch.
Okay, Kollege. So, die Rauchbombe auswählen. Komme ich denn hier am besten rein, sag mal? Ist hier. Ist es offen? Ist es echt offen hier? Tatsächlich. Oh! Na herrlich. Geh runter, geh runter. Oh Mann, wieder. Ah, diese Scheiße hier, ey. Hat der sich in Luft aufgelöst? Das war nicht gewollt. Das war nicht gewollt. Ich wäre immer runtergegangen auf meinen Befehl, wäre das nicht passiert. Ey, du ballerst auf mich. Kleine Witzfigur. Leute, bleibt da hinten. Es ist sicherer für euch. Ohne Scheiß, es ist sicherer für euch. Boah. Oh, 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 oh. Hauen wir ab, Leute. Oh, der fuck, da sind ja auch noch so viele. Hey Leute, ohne Witz, hier kann's. Also ich nicht. Ich kann hier nicht ohne unentdeckt rein. Deswegen knall ich das einfach alle ab. Was ist hier los, Alter? Stirb, du Wicht! Wollte gerade schon nämlich sagen, es fängt so an, dass wir in den letzten Lumpenkleidern durch die Gegend rennen. Aber dann das geilste Schwert im Spiel. Junge, ich kann auch schießen. Geil, einfach runter, Arno. Bitte, einfach nur runter. Du kennst das Spiel. Einfach runter. Dankeschön. Königliche Krypta. Was? Sie betreten eine Untersuchungszone? Ist das jetzt hier wie so ein Mordfall aufgebaut, oder was ist das hier? Hier ist nichts. Hier vielleicht. Ja, ist doch das Symbol auf dem Sarg. Nichts leichter als... Wo ist es? Merde. Die Tempeltür ist ganz nah. Seht auf die Karte. Hier ist aber nichts. Ihr verschwendet meine Zeit mit euren Märchen. Ihr wollt meine Ehre in Frage stellen? Eure Soldatenehre. Dass ich nicht lache. Ihr dürft eure Abmachung brechen. Aber ich kann das auch. Und ich habe grausame Vorlieben. Ein Missverständnis, Kapitän. Es gibt wohl eine Liste aller Relikte, die aus der Gruft gestohlen wurden. Ich kann euch hinführen. Eine gute Alternative zum Tempel. Das ist nicht, was ich will. Seht mich an, wenn ich mit euch rede. Verfolgen wir dasselbe Ziel? Ja. Gut, dann sind wir uns einig. Finde den Tempel und ihr kommt hier lebend raus. War mir eine Freude. Hilfe! Die arme Ratte. Sag mal, Leute, ohne Witz. Ist es nur. Nein. Geh in Deckung. Es muss ein Ausgang geben. Okay, dann nicht. Bürger, suchen wir Geister. Ich sag's gleich, was ich die ganze Zeit schon denke. Boah, ich kann's eigentlich währenddessen machen. Sag mal, kommt mir nur so das vor oder sind die Gesichter irgendwie verbessert worden, dass sie noch ein Ticken geiler aussehen? Gerade in der Anfangskatzin. Alter Junge, du bringst dich noch um. Warte doch einfach. Repose en paix. Das macht dir doch nichts aus, oder? Du bist tot. Merci, Monsieur.
Die Karte. Dom Poiriers Liste geraubter Relikte in der Klosterbibliothek. Das Manuskript. What the fuck? Okay, alles klar. Wir haben eine Laterne, wow. Mein Gott, und ich hab einen Frosch im Hals. Halten Sie linken Stick gedrückt, um die Laterne an- oder auszumachen. Okay, das kennt man irgendwo, ja? Wenn die Laterne leer ist, finden Sie einen Behälter und füllen Sie sie neu. Behälter erscheinen auf der Karte, wenn die Laterne langsam leer wird. Muss mit drauf sein. Okay. Ah, ob wir das nicht noch irgendwie brauchen, um uns Okay, ich sehe es schon. Ich wollte gerade sagen, um uns irgendwelche Scheißviecher vom Leib zu halten. Okay, alles klar. Unterirdische Kreaturen. Unter der Erde leben viele Kreaturen, die ihnen den Weg versperren könnten. Doch im Licht der Laterne werden sie flüchten. Ja, und jetzt wird uns nochmal gezeigt, wie man die Laterne anschaltet. Bin ich mal gespannt. Also wie gesagt, irgendwie kommen mir die Präsentationen noch ein Ticken besser vor. Geiler vor. So, auch hier gerade eben die Cutscene wird eingesperrt, es geht nahtlos über. Ja. Ey, das ist mein Hut. Mein neuer Hut ist das. Den hole ich mir. Wo ist denn die scheiß Kiste? Die Kiste, soll ich die Kiste mitnehmen? Wie viel Geld habe ich eigentlich gerade? 160.000. Guck mal hier, Sequenz 13, Erinnerung 1. Ich hoffe doch nicht, dass der DLC nur Sequenz 13 ist, denn sind wir in einer Stunde sind wir dann durch, anderthalb vielleicht. Ah, ein geheimer Eingang. Mit der Macht des Feuers. Ach, wie schön! wenn wir ein Rätsel gelöst haben, wie bei Zelda, erstmal so ein kleiner Ton. Ja, das ist nett. Aber die Kissen, ich brauche sie eigentlich wirklich nicht. Ich brauch sie nicht. Ich hab keine Geldprobleme. Na, eine mal mitnehmen. Na gut. Mörserbombe. Stimmt. Genau. Können wir das jetzt schon holen? Müssen wir wahrscheinlich erst freischalten, die Mörserwaffe. Ruhig bleiben. Müssen auffüllen. Batman, bist du es? Bin auf deiner Seite. Was ist los? Oh Gott, ich dachte schon, ich springe in den Tod. Jeder von euch dachte das, oder? Was macht der da? Aber das war der Assassinen Spirit, den ich gefühlt habe in mir, dass da was ist, wo ich mich festhalten kann. Aber ja. Genau so sieht's aus. Ja, und für die Leute, die neu jetzt dabei sind durch den DLC, gewöhnt euch daran. Ich rede des Öfteren Quatsch. Ist der Hut? Soll ich den Hut noch holen? Ich weiß nicht. Da drüben kann man sich doch auch festhalten. Das sehe ich doch. So, weil wir das gelernt haben, dass es doch geht. Ja, sehr schön. Okay. Sehr cool. Mach mal deine Laterne aus. Kann ich die nicht ausschalten? Linker Stick war es doch. Ja. Na gut, Leute. Ich würde sagen, das reicht jetzt hier erstmal für den ersten Part, damit ich euch den schon hochladen kann. Und wie gesagt, am Anfang gerne mal euren Ersteindruck in die Kommentare. Habt ihr da Bock drauf, dann lasst es mich auch gerne wissen. Unterstützt es gerne.
bei dem Hauptspiel haben wir fast 9000 Likes. Ich weiß nicht, ein Viertel davon wäre krass. Aber es liegt an euch. Egal, macht wie ihr wollt. Schaltet auf jeden Fall aber beim nächsten Mal wieder ein. Leute, danke fürs Zusehen. Haut rein und tschüss.